Der Rettungsdienst bekommt es heute mit einem mysteriösen Fall um ein kleines Mädchen zu tun. Leitstelle Köln, hallo? Ja, hallo, kommen Sie bitte schnell. Hier ist ein verwirrtes Kind. Das läuft ja auf der Straße rum. Nur die Ruhe, wer sind Sie denn? Mein Name ist Jennifer Bruns und ich wohne hier in der Nachbarschaft. Und hier ist ein Kind, ganz seltsam, Hautausschlag. Frau Bruns, können Sie mir sagen, wo Sie sich befinden? Im Rotkehlchenweg, Höhe Haus 19. Haben Sie Informationen, was genau passiert ist? Nee, ich habe die Kleine einfach gefunden und sie sieht ganz seltsam aus. Es müsste mal jemand gucken kommen. Frau Bruns, haben Sie die Möglichkeit, vor Ort zu bleiben? Ja, ich bleibe auf jeden Fall. Bitte bleiben Sie vor Ort, die Einsatzkräfte werden informiert. Okay. Zügig erreicht das Rettungsteam um Katja Hoffmann das Wohngebiet. Dort sitzt das verwirrte Mädchen am Straßenrand. Das Kind hat starke Hautrötungen und grün verfärbte Haare. Ich habe die Kleine hier gefunden. Ich wohne in der Parallelstraße. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Es ist keine Mama dazu. Es ist irgendwie auch sonst keine Aufsichtsperson in der Nähe. Und ich habe mich halt gewundert, dass ich hier überall diese Ausschläge habe. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ich weiß, dass sie halt einfach hier irgendwo wohnt, aber keine Ahnung. Ja, oh, hallo, wer bist du? Ja, wir wurden hierher gerufen, weil eine Passantin ein Kind auf der Straße gefunden hat, was sie wohl aus der Nachbarschaft kannte, aber nicht genau wusste, wo sie hingehört. Und das Kind halt einen Ausschlag am ganzen Körper hatte und sie sehr besorgt war, was da jetzt passiert ist, weil das Kind keine Auskunft geben wollte. Kannst du denn irgendwie zeigen aufs Haus, wo du wohnst? Hm? Kannst du nicht? Da drüben. Was hast du denn gemacht? Pass auf, ich geh mal fragen in der Nachbarschaft, weil hier keiner ist. Sie kennen die ja auch nicht, ne? Nee, eben. Also so vom Sehen kenne ich sie. Sie ist eine Gruppe von Kindern, die halt immer okay. Hier auf der Straße spielen. Geh mal gucken, ja? Ja. Ja? Okay, dann geh du mal gucken. Ich guck dir das mal an, das ist ja ein allergischer Ausschlag hier, ne? Zeig mal. Ja, hast du das überall, okay, den Ausschlag? Gucken, ja. Also das Mädchen konnte uns wirklich adäquat keine Antworten geben. Sie hat gar nichts gesagt, sie war sehr verschreckt. Also da war es auch wir konnten keine Eigenanamnese durchführen. Ich hatte sie auch gefragt, wo sie wohnen würde, um da erstmal eine Klarheit zu verschaffen. Sie zeigte dann nur einmal mit dem Finger auf ein Gebäude. Ja, und das war eigentlich alles. Sanitäter Franco Fabiano soll die Eltern des Mädchens ausfindig machen. Derweil will Katja Hoffmann herausbekommen, was dem Kind zugestoßen ist. Es geht hier so weiter. Du bist so nass. Was? Badeanzug an. Die primäre Situation auf der Straße war ein totales Rätsel. Der Ausschlag war da, sie saß da, sie war ein bisschen nass, das T-Shirt war ein bisschen nass, sie trug einen Badeanzug. Aber das mitten in der Wohnsiedlung war jetzt halt auch untypisch. Also anfänglich war das wirklich ein Rätsel. Habt ihr irgendwas gemacht, was ihr nicht solltet? Aber das ist nicht schlimm, das kannst du uns ruhig erzählen. Hallo. Ronja. Wer sind Sie? Ronja. Ronja, okay. Was ist denn hier passiert? Ja, das wissen wir auch nicht, sie spricht nicht mit uns. Sie hat am ganzen Körper einen Ausschlag. Die Haarfarbe, Ronja, ist das normal? Bist du okay? Guck mich doch mal an. Ronja, Süße. Ich hab meine Anna. Ich hab noch eine große Tochter. Ja, Ronja, ist wo ist denn Anna? Anna ist meine große Tochter. Okay. Wir waren doch zusammen. Wo ist sie denn? Wo ist die Anna? Also hier, sie ist nass, sie hat einen Badeanzug an. Also irgendwas Anna. Ist doch hier. Ja. Wo wir das Kind dann befragt haben, tauchte auf einmal eine zweite Frau auf, die sich dann relativ schnell als Mutter der Kleinen vorstellte und uns sagte, dass das Kind Ronja hieße. Die Mutter versuchte auch zu fragen, was passiert ist, was halt nicht klappte. Und plötzlich fing sie an zu rufen, Anna, Anna, wo ist meine zweite Tochter? Rannte die Straße runter, rief immer Anna, Anna, wir waren wohl zu zweit unterwegs. Und da war dann natürlich die Situation völlig unübersichtlich. Franco, hol sie mal zurück, bitte. Hol sie mal zurück, weil die Kleine ist ja nass. Die ist ja nass irgendwo, ob hier was. Ja. Franco Fabiano holt die in Panik geratene Mutter zurück und beruhigt sie. Weil die jüngere Tochter einen nassen Badeanzug trägt, könnten die Schwestern irgendwo im Wasser gewesen sein. Sanitäter Benjamin Hoffer hat eine Vermutung. Ich habe eine Frage. Gibt es hier irgendwo in der Nähe zufälligerweise ein Haus, was vielleicht ein Schwimmbecken oder ein Pool oder irgendwas hat? Ja, ich glaube, hier auf dem Nachbarsgrundstück, da ist wohl ein Swimmingpool, aber die sind gar nicht da, gucken, die sind verreist, die Leute. Zeigen Sie mal kurz, wo das ist. Wir gehen mal gucken. Da gab halt der Ben uns mal den Tipp, mal nachzuschauen, gibt es hier irgendwo Pools?
Und da haben wir auch die Mutter mal befragt. Und die konnte uns auch dementsprechend auch eine Information geben, dass es in der Nachbarschaft tatsächlich einen Pool gibt. Meinen Sie, dass meine große Tochter also, dort ist? Wir müssen jetzt erstmal alles ab, wir müssen selektieren. Sie ist ja nass, da muss ja irgendwo herkommen. Vielleicht ist sie irgendwo im Pool, die haben gespielt. Na? Die Mutter führt die Rettungskräfte zu dem Nachbarhaus mit dem Pool. Das Grundstück ist verschlossen. Doch plötzlich sind von dort Rufe zu hören. Ja, warte mal. Anna! Warte mal, ich geh mal gucken. Ich höre Hilfeschrei. Pass auf. Anna, bist du da? Ich geh mal rüber. Ich geh mal rüber, ja? Sie bleiben hier, ja? Pass auf. Sie bleiben da. Franco Fabiano folgt dem Hilferuf und eilt sofort zum Pool. Okay, Kind gefunden! Rucksack, Ben! Willkommen, okay? Die Sanitäter rechnen mit dem Schlimmsten und dürfen keine Zeit verlieren. Die ältere Schwester könnte in Lebensgefahr sein. Die Einsatzkräfte finden ungewöhnliche Wege, um mit ihrer Ausrüstung auf das verschlossene Grundstück zu kommen. Die Versorgung des Opfers hat jetzt oberste Priorität. Also als erstes müssen wir immer sehen, klar, ich bin jetzt über den Zaun geklettert, was nicht normal ist. Wir dürfen nicht einfach in ein Gebäude oder in ein Grundstück eintreten, wenn wir die Hausbesitzer nicht gefragt haben. Es war aber Gefahr im Verzug. Zudem mussten wir noch einen sehr günstigen Weg wählen, um alle unser Equipment an dieser Einsatzstelle auch sicher hinbringen zu können. Und da habe ich halt das Garagentor gefunden und dementsprechend auch aufgemacht. Also sie ist nicht ansprechbar, Puls ist kräftig, aber ich weiß nicht, ob die Atmung so suffizient ist. Sie gehen mal ganz kurz ein Stück zurück, okay? Bei dir geht's gut? Können wir mal eine Sättigung direkt haben? Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ja, die war wohl und dann ist Luft geholt. Ganz viel und dann ist sie untergetaucht. Hat sich nicht mehr bewegt. Wolltet ihr tauchen? Ja, danke dir. Wo ist die Kleine? Die Kleine ist bei der Nachbarin. Die habe ich noch im Erdbeer gelassen. Also die Freundin, die bei der Anna war, erzählte mir dann nur am Rande, dass Anna wohl tauchen wollte, hätte mehrfach ganz schnell ganz tief eingeatmet und seien dann wohl plötzlich untergegangen. Sättigung liegt bei 92. Der geht so gut, ne? Okay. Okay, alles klar. Seid ihr genau dieselben aus? Was ist denn los hier? Guck mal, die Haare auch schon wieder. Nicht, was habt ihr denn gemacht? Eva, was habt ihr denn? Wieso seid ihr überhaupt hier in diesem Pool drin? Die sind doch überhaupt nicht da, die Leute. Ich geh mal rum. Ja, das ist jetzt im Moment relativ egal. Leute, ich hab hier was. Kupfersulfat. Was? Dann haben sie ihren Reiniger reingemacht, als sie weggefahren sind wahrscheinlich. Ja, definitiv hier. Schau. Ja, aber das erklärt nicht die Bewusstlosigkeit. Nein, das ist richtig. Das ist hier nicht. Boah. Ja, an Einsatzstelle müssen wir immer die Gefahren der Einsatzstelle auch erkennen. Das war in dem Fall auch, wir müssen Detektiv spielen. Jetzt war es auch an der Einsatzstelle am Pool, dass ich eine Substanz gesehen habe, was auf dem Tisch lag oder stand. Und das war dieser Eimer hier mit diesem Kupfersulfat. Kupfersulfat, gerade beim Pool mit Chlor in Verbindung, gibt eine Reaktion, eine chemische Reaktion, die nicht so gesund auf den Körper oder auf den Organismus gibt. Man sah den Ausschlag bei den Kindern, der natürlich mit Juckreiz beaufschlagt war. Zudem die Haare. Die Haare waren bei den Kindern wohl blond. Mit dem Kontakt mit Kupfersulfat gab es dann eine grüne Färbung. Ja, und das ist dann halt nicht so gut. Okay, ich mache. Machst du Zugang? Ja, ich krieg die nicht richtig beatmet. Wie sieht die Sättigung aus? Sättigung ist jetzt bei 94, 2% hochgegangen. Und hier ist es extrem heiß. Vielleicht sollten wir sie doch zumindest raus. Alles klar, pass auf, ich mach hier weg. Aber Zugang legen wir hier. Sie gehen wieder raus. Zugang hier, falls sich was verändert. Das mache ich raus, okay? Das Rettungsteam versucht, den Zustand der 10-Jährigen zu stabilisieren. Aber aus irgendeinem Grund bekommt sie über die Atemwege nicht mehr genug Luft. Das Leben des Mädchens steht auf der Kippe. Die besorgte Mutter ist völlig fassungslos. So, Sie bleiben jetzt erstmal. Müssen die doch wieder hin? Beruhigen Sie sich bitte. Hier. Wir schauen mal, die atmet ja gar nicht. Das glaube ich. Das ist jetzt Ihre Tochter. Das ist meine Tochter. Gut, okay. Meine Große. Die Ärztin kümmert sich jetzt drum. Bleiben Sie ruhig. Gehen Sie am besten aus der Sonne jetzt erstmal. Nicht, dass Sie mir hier wegklappen. Ich muss mal gerade der Ärztin helfen. Geht mal hier rüber in den Schatten. Okay? Alles klar. Ich komme. Was brauchst du? Ich hätte gern Sauerstoff an Beutel erstmal und ich kriege sie nicht richtig beatmet. Irgendwas stimmt hier nicht. Primäres Problem war ja die Atmung. Deshalb haben wir halt ziemlich schnell mit der Beutelbeatmung begonnen, was halt ein bisschen schwierig war. Deshalb sind wir hinterher zur Intubation übergegangen. Aber wenn sie jetzt wirklich da hyperventiliert hat, so wie sie gesagt hat, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was müssen wir jetzt versuchen zu intubieren. Ne? Du willst intubieren, alles klar. Es geht das Pass auf, ich werde dir was vorbereiten.
Hast du noch eine 5er Spritze gleich? Ja, gebe ich dir sofort. Machst du mir wieder zu lahm fertig? Wieder zu lahm? Bisschen Soki und Hypno, wie viel Kilo? Bitte. Weißt du, wie schwer 35, sie? Schätze ich. 30, wie 35. Schwer ist sie ungefähr? 35? 35 Kilo, hast du 5er gehört? 5er Spritze, sagst du, Franco? Bitte, gib mir eine 5er Spritze, eine 2er Spritze. Ich brauche immer noch irgendeine Sauerstoff. Und dann brauche ich noch ein MAD. Katja Hoffmann will das Mädchen intubieren, um es an ein Beatmungsgerät anschließen zu können. Dafür braucht sie die Unterstützung ihrer Sanitäter. Die müssen aber gleichzeitig den Transport des Kindes in den Rettungswagen vorbereiten. Ich bräuchte einen für die Trage, weil ich glaube nicht, dass ich allein mit durch die Garage komme. Macht ihr das? Ja, ja. Okay, soll ich dann hier bleiben? Ja. Ihr seid safe, ja? Ja, ich muss noch Spritze vor Hause mit, Frau, noch haben, ne? Habt ihr schon? Genau. Nee, haben wir noch nicht aufgezogen? Nee. Alles klar, okay. Dann wir gehen in die Trage holen, ja? Ja, wir mussten hier intubieren, was sich ja durch die schwierige Beutelbeatmung eigentlich erwarten ließ. Haben wir da verschiedenste Medikamente gegeben, was das Ganze dann erleichtert hat. Gut, okay, wir haben jetzt drin Midazolam, wir haben drin Hypno, wir haben relaxiert mit Succinyl. Sie lässt sich jetzt auch einfacher beatmen. Okay, ist das ruhiger, 100 zu 50? Weil sie brodelt, geben wir eben noch ein bisschen Furosemid. Ja, Christoph. Und dann haben wir sie fertig. Dann gucken wir, dass wir hier wegkommen. Anmeldung, wird sie in die Kinderklinik? Ja, intensiv. Intensiv, ne? Mhm. Okay, warte. Furosemid habe ich hier. Spritze ich dir? Ja, 20 Milligramm. 20 Milligramm, kommt. Der Zustand der kleinen Patientin bleibt kritisch. Außerdem weiß noch niemand, wie viel von dem Kupfersulfat in dem Poolwasser war. Das Reinigungsmittel ist hochgiftig. Eine zu hohe Dosis könnte lebensgefährlich sein. Wir können Klinik am Südring anfahren. Super. Sie wollen auf jeden Fall. Über Schockraum. In Schockraum können wir rein. Mhm. Ich habe schon Bescheid gesagt. Die sollen auf jeden Fall wegen dem Sulfat da noch mal die Experten. Also, die wissen auf jeden Fall Bescheid, dass sie sich damit in Kontakt gekommen sind. Der Kollege kommt jetzt zu Ihnen. Ja, Anna wird natürlich jetzt ins Krankenhaus gebracht. Klinik am Südring. Sie ist intubiert beatmet. Das heißt, sie wird intensiv auf eine Intensivstation verbracht. Und dementsprechend wird sie da weiterhin behandelt. Aufgrund wegen diesem Kupfersulfat, was ja in Berührung gekommen ist mit dem Körper. Und dementsprechend haben wir da auch Fachleute, die sich dieser Sache annehmen können. Und die Anna wacht jetzt bald auf oder? Jetzt schläft sie ja, weil sie Medikamente bekommen hat. Und wenn wir im Krankenhaus sind, gucken wir dann genau nach. Und dann werden wir sehen, ob sie wach werden lassen oder ob sie noch ein bisschen schlafen muss. Gut. Ja? Primäre Priorität lag natürlich auf der Anna. Wir hatten noch zwei weitere Patienten, eine ganz leicht und eine relativ leicht verletzte. Die Mutter war zugegen und hat dann gemeint, sie möchte ihr Kind gerne selber ins Krankenhaus fahren und kein zweites Rettungsmittel haben. Was natürlich total in ihrem Ermessen liegt, weil sie ist die Mutter, sie weiß das und ich denke, das konnte man in dem Fall auch verantworten. Die ältere Schwester kam sofort auf die Intensivstation. Durch das mehrfache tiefe Luftholen vor dem Tauchen wurde das Mädchen im Wasser ohnmächtig. Um nicht zu ertrinken, verkrampfte sich automatisch der Kehlkopf. Das blockierte die Atemwege. Das Kupfersulfat hatte zum Glück keine schwere Vergiftung zur Folge. Alle Kinder sind inzwischen wieder wohlauf.